Sicher, ein Fax-Tempel ist sie sicher, aber vielleicht sollten unbedingt dann gleich hin, wenn das schon mit den Kopfgeldern hier auf der Straße allein gesehen wird. Himmels Willen. Naja, wir Gut, hatten wir doch geben das das Geld Geld ab schon, und dann nicht? geht Rodrigo, wir geben das Geld ab und dann gehen wir sofort alle und sie holen. Ja, sofort. Gut. Ja, ich dränge Dränge mich dann mich. auch die Reling hoch, die Planke so. Ja, du wirst freudig erwartet. Der Thodamide am anderen Ende, beziehungsweise Mittelreicher, braun gebrannt, grinst dich an und öffnet seine Hand. Ich gebe ihm dann auch den großen, schweren Sack in die Hand. Da, zählt nach, wenn ihr mir nicht traut. Nein, Praios weiß, wie viele Münzen sich darin befinden und ob ihr die Wahrheit gesagt habt oder nicht. Und spätestens in, naja, ich glaube, 2 Stunden, etwas weniger solltet ihr noch haben, werdet ihr auch wissen, ob es genug war. Es sind 110 Dukaten, wie vereinbart. Ja, er schaut nicht nach, steckt sie sich einfach ein. Oder bindet sie sich hin, gut. Kapitän, danke fürs Herbringen. Nun, wenn ihr wieder einen Schmuggler braucht, er zwinkert euch zu. Ich bin euer Wie Mann, heißt euer euer Mann. Schiff? Wie heißt euer Schiff? Das ist die Okuri, die untergegangene Okuri. Versunkene. Beziehungsweise, solange wir hier im Hafen sind, er hustet einmal und du kannst sehen, wie wohl ein großer Farbeimer an Deck steht. Damit wurde wohl, ja, das Ganze nachgezogen. Zumindest ist mittlerweile dieser Schriftzug abgekratzt. Und aktuell heißt sie nur Okuri. Was wie versunkener Okuri oder versunkene Okuri wird wohl dann für die schwarzen Lande angebracht. Kann man da nicht einfach ein Brett nehmen und das hier das mal. Na egal. Gut, ich werde dann meine Männer nehmen. Wir haben noch andere Dinge zu tun. Captain, Ja, wir. ihr seid nochmal, falls Er wir ihn finden müssen. schaut dich argwöhnisch an. Ja, Den falls wir ihn Namen hatte ich finden euch müssen. bereits gesagt, aber Herr Ria Ben Chalik. Wie gesagt, wenn ihr mich braucht oder einen Schmuggler, kann nur sein, dass ich ja eben auch ablege, aber man wird mich wohl kennen. Okay, das heißt, wenn wir euch suchen, falls wir nochmal irgendwo hin müssen und das entsprechende Geld vielleicht direkt vor Ort parat haben. Dann fragen wir einfach nach, ob der Kapitän der Okuri hier im Hafen irgendwo ist, in welchem Hafen auch immer wir gerade sind. Wie gesagt, Wie ihr habt gesagt, das ich habe schnellste Schiff. Kolossalroute Kolossalroute in weniger als 12 Seemeilen und xeranische Flottenabhängen. Ich kann es auch mit den Dämonenarchen aufnehmen. Of Zumindest course, ihn davon zumindest. fahren. Danke, Kapitän. Wir haben es leider eilig. Er legt die Nummer zu. Das war natürlich jetzt alles. Rodrigo hat diese Information gesammelt, um sie später weiterzugeben. Ja, Das war natürlich das nicht weiß ich. alles ganz Ach, so ich hab freundlich. kurz überlegt, ob ich den Namen nochmal nenne, aber ist okay. Will mal kurz Eine gucken, aber du Sache kannst ja ist dagegen Kapi. würfeln, ob der irgendwie Verdacht schöpft. Das ist ihm Das ist ihm. egal. So gut. Also 14 Sternchen, das wird er wohl nicht durchschauen, aber das ist ihm auch egal. Das kannst du auch erkennen. So, dann schaut man zu Yala an. Okay. Hier, schaut unser Elferdeisern. Los, führ uns dahin. Ja, dann wendet sich noch mal kurz um. Eines Tages, Kapitän, werdet auch ihr gerichtet werden. Irrt euch da nicht. Ja, Okuri wacht über mich. Du weißt nicht, ob er das Schiff meint oder den Gott. Ja, ich spucke noch von der Planke und sehe dann zu, dass ich wegkomme. Er grinst. Ja, die Zeit ist jetzt quasi egal. Nach etwa, ja, es dauert, ich sag nochmal 20 Minuten, ihr habt noch die Wächter mit dabei, damit ihr nicht überfallen werdet, steht ihr wieder vor dem Tempel des Mondschleiers und gerade wollt ihr den Tempel betreten, da könnt ihr sehen, wie Wascher mit roten, vielleicht verweinten Augen aus diesem Tempel herausläuft. Ich hab nicht geweint. Selbstbeherrschungsprobe, erschwert um 5. Nein, das war. Ich hab nicht Selbstbeherrschungsprobe. geweint. Warum? Selbstbeherrschungsprobe. Nein. Ich habe jetzt nochmal den Token aufgedeckt. Steuerung F. Also, du würfelst jetzt eine Selbstbeherrschungsprobe, erschwert um 5. Also da würde ich auch weinen. Heißt Xeledon, also Xeledio. Ist so gut. Du würfelst jetzt eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, mit roten, verweinten Augen kommt Vascha gerade den Tempel nach unten, die Treppen. Er steht dann wieder auf dem Marktplatz und hat euch als erstes gar nicht gesehen. Mein Gott, Rodrigo, wurde sie gerade angegriffen von Torwalern? Ist sie verletzt? Rodrigo macht mit großen Schritten auf sie zu. In der einen Hand das Schild, in der anderen Hand die gezogene Axt. Und ja, will sie erstmal direkt in den Arm nehmen. Alles okay, bist du verletzt? Nein. Es war so schlimm, es Schlimm. war so schlimm. Nein, das spiele ich nicht aus. Jetzt lass doch endlich die armen Leute in Ruhe, Frosty. Man nimmt Wascha in den Arm und tut auch nirgendwo weh, klappert sie ab, merkt vielleicht gar nicht, dass er selbst noch die Axt in der Hand hat und das Schild.
alles okay und fuchtelt irgendwo mit den Fingern halb die Achsen, das Schild ihm noch in der Hand halten, was gar nicht so gut klingt, irgendwie den Rücken ab, tust du irgendwo weh, bist du verletzt? Was machst du da? Okay, okay. Ja, das ist ja schon vorbei, ich habe gehört, das dauert, meinst du nicht, es dauert Tage? Nicht, wenn man gegen einen Sexgewalten spielt. Los, komm, wir müssen hier weg von der Straße. Richtig, genug der Sentimentalitäten, wir haben ein Ziel. Ja, wir wollen uns alle einsetzen. Was ist denn überhaupt los? Warum seid ihr denn alle so aufgeregt? Und Rico neigt sich ein Stück vor, schiebt seinen Mund an dein Ohr. Steckbriefe sind auf uns ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob es uns alle oder teilweise, aber auf jeden Fall, wir sollten uns momentan ruhig behalten. Wieso? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich sag doch gerade, ich weiß nicht, aber mindestens auf Jalan und wahrscheinlich auch auf mich, keine Ahnung. Ihr habt nichts gemacht? Ihr habt Hafax um 150 Dukaten erreicht. Nein, hat die Fresse. Was? Wir gehen jetzt und reden alles Wichtige später und nicht hier. Ja, dann los. Los, los, los. Ja. Wo ist der Zartempel? Warschak, für uns wieder so ein Zartempel. Ja, ihr habt ja auch die Wache dabei, die dann geschult sind. Auf einer freien Fläche gegenüber der Palastruine liegt der verwinkelte Tempel des Lebens, der zu den wichtigsten und bedeutendsten Götteshäusern dieser Stadt gehört. Schon die schiere Größe der Anlage ist beeindruckend. Man zählt hier nicht weniger als 9 Gebäude von gewaltigem Alter. Die wenigen steinigen Erker und Verzierungen, die noch aus dichtem Bewuchs von wildem Wein und Schlingwurzeln herausragen, weisen starke Ähnlichkeit mit Relikten der Echsenstadt jenseits der Stadtmauer im Delta auf. Was ihr zwar nicht wisst, aber ihr könnt das auf alle Fälle erkennen, denn ihr wart schon in einer Echsenstadt und habt dort vielleicht auch den einen oder anderen Schnörkel und Verzierung erkannt, sodass ihr das mit Sa identifizieren könnt. Ja, wie gesagt, überall alles verwurzelt, verwinkelt, wilder Wein und komische Blumen, Pflanzen, die hier nach oben wachsen. Und es sieht auch so aus, als ob hier niemand den Versuch unternommen hat, das mal abzuroten. Warum auch? Man ist immerhin im Tempel des Lebens. Ja, es gibt hier einen großen Andachtsraum, in den ihr gebracht werdet und grünes, beruhigendes Licht, was euch dann einhält. Ein paar Eidechsenaugen, die euch hier mustern und dann in den Steinen wieder verschwinden. Also wieder viele Eidechsen, die hier im Licht dann auch sitzen und sich von der Sonne bescheinen lassen. Ihr werdet auch von einer Zahlgeweihten begrüßt und ihr werdet einfach nur eine Stunde hier warten. Nach einer Stunde passiert wirklich dann auch nicht so viel. Könnt euch dann also, wenn ihr wollt, weiter unterhalten. Die Stadtwache verabschiedet sich auch wieder den Leuten. Das könnt ihr euch, das könnt ihr denen so erzählen. Beziehungsweise sie erzählen es euch. Ihnen ist einfach nur wichtig, dass ihr hier nicht verbrennt, in Flammen aufgeht oder Schaden bekommt. Das wollten sie noch einmal kontrollieren. Und es kann auch sein, dass Veränderungen, die ihr von Maraskan davongetragen habt, die könnten hier geheilt werden, wenn ihr in den Bergen eine solche Begegnung hattet. Denn hier gibt es eine Quelle von Zar, eine magische oder kamale Heilquelle, die dazu in der Lage ist, die dämonischen Transmutationen zu lindern oder zu komplett aufzuheben. Was glaubt ihr wohl, wie hoch das Kopfgeld ist? Keine Ahnung. Rodrigo, du hast kurz noch Zucken an deinem Auge, als du sehen kannst, wie wie zwei Torwaler diesen Tempel betreten. Es handelt sich dabei aber unverkennbar um einen Swafnir-Geweihten und um einen Wahlwütigen. Der Wahlwütige sagt dann Ephadaios etwas. Er ist zu erkennen an dem roten Kopftuch, an der Binde, das ihn dann als Wahlwütig klassifiziert. Das ist Ephadaios auf alle Fälle bekannt. Die reden aber auch gar nicht mit euch, nehmen euch einfach gar nicht wahr, gehen an euch vorbei und verschwinden dann im Inneren des Saar-Tempels. Also auch diese Wahlwut könnte hier gelindert werden. Man schaut Boscha an. Boscha, ich werde mal fragen, ob man hier von der Quelle einfach trinken darf. Also nicht einfach, sondern mich hat diese Peitsche in dem Lager im Gesicht erwischt. Soll ich mir das mal anschauen? Ich habe das schon selber versucht, mit einem Heiltrank auszukurieren, den ich noch hatte, aber man zuckt mit den Schultern. Ich versuche es mal mit, was ich sonst auch mache. Aber ich muss mich konzentrieren. Okay. Aber vielleicht sollten wir das außerhalb eines Tempels machen. Ich weiß nicht, wie das, ob das schlimmer oder besser dadurch wird, dass da
Ich möchte mich ganz gerne auf die Wunderzars auch verlassen. Ich würde ganz gerne nachfragen, ob man das tun darf. Wartet bitte kurz hier auf mich oder kommt mit, wenn ihr wollt. Er reicht auf jeden Fall Woscher die Hand, wenn sie mitkommen will. Du willst ihnen sagen, was ich kann? Nein. Ich will darum bitten, ob ich aus der Quelle trinken darf und meine Gründe vortragen, warum. Und ich will wissen, und ich reiche dir die Hand, ob du... Ja, ich hätte dich gerne dabei, aber du kannst auch sagen, dass du nicht mitkommen willst. Ich will okay. Reichen. Gut, das freut mich. Dann nimmt er deine Hand, schaut zu den anderen. Ich bin gleich wieder da oder bald, je nachdem. Ja. Und dann geht er auch auf die Suche nach dieser Quelle. Mein edler Herr? Mein edler Herr Jalan? Was? Ja, ich bin da. Ich habe nur gerade nachgedacht. Na, wir haben ein Problem. Was denn? Ich weiß nicht, ob Geld das einzige Problem ist. Wir waren uns ja nicht, wahrscheinlich waren uns nicht sicher, ob ihr das Geld auftreiben könntet und haben beim Fax-Tempel ebenfalls Geld uns geliehen. Nun, ihr sagtet doch, ihr wart noch am Verhandeln und wir sind zurückgekommen und haben Wascher aufgesammelt. Nun, ich hatte die Summe schon entgegengenommen und Wascher und ihre Hochwürden haben eine Partie rote und weiße Kamele ausgetragen, um die genauen Zinsen zu vereinbaren. Na dann bringt es zurück. Es wird wohl kein so vielen Zinsen gewesen sein, oder? Ja. Das müssen wir Wascher fragen. Die Sache ist, er hat mir einen Beutel gegeben, in dem, glaube ich, das Geld drin war. Er meinte, es würde auf jeden Fall reichen. Aber als ich am Hafen ankam, ich habe die ganze Zeit auf den Beutel geachtet und ich glaube, es ist auch immer noch der gleiche Beutel. Aber als ich dann geöffnet habe, ich komme aus einem Fax-Tempel. Verzeiht, ich möchte dich im Tempel nicht buchen. Hat er euch vielleicht veralbert? Und euch in Wahrheit gar kein Geld mitgegeben? Es ist ein Fax-Gewalter. Ja, ihr habt nichts unterschrieben, oder? Nein, das habe ich nicht. Denkt drüber nach. Meint ihr, wäre auch. Es hätte auch jemand das Geld aus dem Beutel nehmen müssen und Steine reintun. Ja. Oder ihr wurdet bestohlen, ich weiß es nicht, ich war nicht da. Ich bin mir aber sicher, dass wenn wir gleich mit, wie ich es verstehe, Rodrigos Auftraggeber reden. Dem, naja, ihr wisst schon wem. Ja. Wird er euch sicherlich einige Mittel dafür zur Verfügung stellen können, um eure Schulden zu bezahlen. Sache ist, ich habe ihm einen Pfand dagelassen. Jeder Rondrigo und ich und Magister Kasim, wir haben einen Ring, der mit einen goldenen Ring mit einem Türkis, der uns als Agenten oder im Dienste der KGA befindlich ausgibt. Es wäre denkbar, dass der Tempelvorsteher weiß, oder zumindest jetzt weiß, dass da einiges im Busche ist. Und wie ich bereits sagte, er ist Malfex-Gewalter. Sie sammeln Geheimnisse wie Elster und glänzende Dinge. Wir werden abwarten müssen. Von hier drin aus können wir hier nichts tun. Ja. Neuigkeiten von der Seeadler? Nicht, dass ich wüsste, nein. Aber offensichtlich hat man uns bereits erwartet, also... Vielleicht wissen sie zumindest, wo wir sind. Na dann. Wollt ihr euch eigentlich auch... Ihr wurdet doch auch unter eurem zweiten Auge verletzt, oder nicht? Bitte wie? Na, während du das sagst, kannst du auch auf die fiese Stelle sehen, wo wohl Teile oder Splitter eines Nachtwindes sich tief in sein Fleisch und in den Knochen gebohrt haben. Oh, das, ich vergesse es manchmal. Es hat irgendwann während der Reise aufgehört, meistens zu schmerzen. Es kann sicherlich nicht gesund sein, aber ich wollte es nicht mitten im Dschungel hinausnehmen lassen. Das Wasser hier soll ja besondere Kräfte haben.
Ich sollte vielleicht mal einen der an den Geweihten fragen, wenn wir doch sowieso schon hier sind, ja. Vielleicht hilft es ja. Oh, ich Ja, und wende so mich dann auch folgt um. ihr Wascher und Rodrigo. Der ist mittlerweile an einem kunstvollen Becken angekommen, wo dann heilsames Wasser diese Quellen speist. Dieses kleine Becken. Und du kannst erkennen, wie sich hier wohl die Leute nicht mit einem Schälchen begnügen und das austrinken, sondern eine ganze Menge Leute hier sitzen und darin baden oder ja einfach versuchen, ihre Lebenskraft zurückzubekommen, indem sie einfach in diesem Wasser sitzen. Da ihr sowieso viel Zeit habt, könnt ihr euch nach und nach dann allesamt in diese Quelle zurückziehen, wenn ihr das denn wollt, und dann hier die Anstrengung von Maraskan hinter euch lassen. Ihr merkt jetzt gerade, wo ihr dann in diesem warmen Wasser sitzt, bei Rodrigo und bei Yalan, das ist dann ja angekündigt, bei Ephadaios als Ephad-Geweihtem wird es wohl auch sehr wahrscheinlich sein. Und ja, Wascha kann es sich eben aussuchen. Das ist jetzt ihre eigene Entscheidung. Rodrigo scheint irgendwie noch zu angespannt zu sein. Er kann sich nicht einfach ausziehen und jetzt da reinsetzen. Er ist irgendwie so, dass er immer seinen eigenen Rucksack im Auge behält und die Umgebung beobachtet. Fast schon, als wenn er fast paranoid werden würde, scheint er die Umgebung immer zu beobachten, die Leute ins Gesicht zu schauen, die Waffe am Gürtel immer irgendwo sozusagen im Auge zu behalten, dass sie nicht irgendwie aus Versehen verlegt wird, raushüpft, geklaut wird. Ich würde mich mal zu Rodrigo setzen und anfangen, ihn ja so ein bisschen zu waschen auf seine Schultern mit dem Wasser irgendwie und ja, das vielleicht auch ein bisschen massieren, je nachdem. Es ist halt kein Raya-Tempel, ist man natürlich respektvoll der Gottheit gegenüber, aber ja, zumindest ein bisschen. Ephadaios und Vascha dürfen gerne mal eine Heilkunde Seele würfeln, wenn sie das haben. Denn Ich die bin hier beiden fertig. Kämpfer, die beiden Krieger, denen liegt das natürlich im Blut. Gerade wenn die beiden, also Rodrigo und Yalan, jetzt über Wochen die Gruppe anführen mussten, die stehen natürlich immer noch unter Hochspannung. Auch ist die Gefahr noch nicht weg, man wird steckbrieflich gesucht. Man hat immer noch Endurium in rauen Mengen bei sich mit unglaublichem Wert. Und selbst in einem Zartempel kann man nicht darauf vertrauen, dass Torvaler sich an diese Waffenruhe halten. Wascher gelingt es dann allerdings, auch Yalan zu beruhigen. Ephadaios zieht sich dann auch aus und setzt sich in das Becken, sodass ihr dann nach und nach alle in oder an diesem Becken steht und ja, Ruhe einkehrt. Rodrigo sitzt sozusagen auf einem Becken. Ja, Wascher scheint ihm ja den Rücken abzuwaschen. Er hat den Rucksack irgendwie neben sich gelegt, hat das Hemd ausgezogen und zwischendurch hält er auch kurz ihre Hand fest und sagt Dankeschön. Wenn er auch trotzdem noch nicht ganz bei der Sache ist, aber du merkst auf jeden Fall, dass er sich langsam dabei ein wenig entspannen kann und auch mal wirklich für ein paar Sekunden lang die Augen schließt am Stück und nicht irgendwie nur um zu blinzeln. Ah, Yalan, bevor er sich reinsetzt, spricht er noch ein Gebet an die junge Göttin, dass sie ihm diese Heilkraft auch gewährt. Und setzt sich ja noch rein. Er spielt, während er da sitzt, Gedanken verloren mit seinem Gepäckgürtel, den er noch irgendwo in der Nähe liegen hat. Und lässt die Zeit verstreichen. Ja, die Zeit schreitet voran. Und nach ungefähr einer Stunde könnt ihr erkennen, wie wohl am Eingang das bekannte Gesicht von Drego von Angbruch auftaucht. Und er nickt euch zu. Man nickt ihm auch ernst zu und Roscher merkt, wie die Haltung direkt sozusagen gerade wird und die Muskeln sich direkt erstmal anfangen wieder anzuspannen. Wer ist Also dann, das? Männer, Rast ist vorbei. Wer ist Wer das ist das denn? denn? Man dreht sich zu Washa um und sagt dann zu ihr, dass der Mann, der alle unsere Probleme gleich lösen wird, im besten Falle. Oder uns für immer in den Kacker speckt. Wieso? Und Rodrigo hebt das Hemd gar nicht auf, setzt den Rucksack einfach auf den feuchten, aber dennoch blanken Oberkörper. Nimmt das Hemd aber trotzdem mit, weil er nicht den Zartempel verunreinigen will. Alles gut. Es wird alles gut. Auch wenn Rodrigo das sagt und dabei schon wieder total angespannt wirkt. Mit jedem einzelnen Schritt, den du jetzt auf Drego zugehst, kannst du spüren, wie das Endurium leichter und leichter wird,
wie dir die Last von der Schulter genommen wird. Und auch bei Jalan, das ist so, ich habe das Centurium ja großzügig auf alle Schultern aufgeteilt. Er führt euch dann in ein kleines Zimmer, etwas abseits, alleine, ein Flügel, der so ein bisschen alleine ist. Wie gesagt, hier gibt es 9 einzelne Zimmer. Durch den großen Garten könnt ihr denn dann durchgehen, wo er sich dann hinsetzt und euch auch eine große Couch anbietet, einen gemütlichen Sessel, wo er dann Platz nimmt. Rodrigo setzt sich dahin, greift an seinen rechten Stiefel in die Innenseite unters Futter und man hört ein leises Knack oder Ratsch und macht die Hand dann, kommt mit der geschlossenen Faust dann wieder sozusagen aus dem Stiefel heraus, als wenn er irgendwas da rausgerissen hätte aus seinem Stiefel. Ring aufsetzen. Nee, den hat er noch in der Hand, damit ihn keiner erstmal sieht. Also er wartet jetzt ab, ob der Xenemod irgendwie auftaucht, dass er den Ring aufsetzt. Dann könnt ihr hinter der Tür, genauso wie damals in Gareth, unrhythmisches Aufstoßen eines Stockes hören. Rumpelnde Schritte. So geht nur einer. Und dann öffnet sich die Tür und ihr erblickt seine Exzellenz mit kurzgeschorenem weißen Haar, stechenden Augen und dem dünnen Lippen. Dexter Nemrod, Reichsgroßgeheimrat und Leiter der KGIA, des Geheimdienstes seiner garetischen Majestät. Beziehungsweise jetzt für Ema, die Reichsbewahrerin. Er nimmt direkt vor euch dann auf der großen Couch Platz. Das ist also genug Platz. Und während er sich setzt, könnt ihr sehen, wie weitere Leute, 5 Vermummte, um euch herum Aufstellung nehmen. Ihr könnt sehen, dass einige von ihnen wieder mit Schwertern bewaffnet sind, 2 mit Zauberstäben. Die Leibwache eines der heimlichen Herrschers hinter dem Greifenthron. Rodrigo setzt den Ring auf den linken Ringfinger. Wie er es immer tut. Ohne Begrüßung kommt er gleich zum Punkt. Ihr seid zurück aus Maraskan. Und wie ich sehe, erfolgreich? Ja. Ausgezeichnet. Berichtet. Berichtet. Wir sind durch Maraskan durchgewandert, in Boron angelangt, mit der Seeadler von Bailong, vom Verräter keine Spur. Wir haben aber definitiv eine Verratstat festgestellt. Es wurden Nahrungsmittel sabotiert und schimmelig gemacht auf der Seeadler von Bailung. Danach in Boran angekommen, haben wir uns in den Dschungel geschlagen. Es wurde noch eine Sache begangen und zwar Jalan und Ragnar aus unserem Team haben es geschafft. Wie hieß der Mann nochmal, Jalan? Velharion Manning. Belharion Manning einen Arm abzuschlagen. Bei dem Namen nickt er einfach nur, ohne seinen Mundwinkel zu verziehen. Welchen, den linken oder den rechten, Jalan? Frosty, den rechten, richtig? Der geblutet hat. Der rechte. Dann haben wir uns daraufhin in der. Haben wir uns gesammelt und haben gemeinsam haben wir Boran verlassen, sind in Seltach aufgeschlagen, einer Echsen-Ausgrabungsstätte, wo von Puspereiken die Leitung hat, im Namen der Hesindekirche wohl. Er nickt wieder zweimal. Also einmal bei Seltach und einmal bei Puspereiken. Dort haben wir diese Frau aufgegriffen, Washer, eine Schlangentänzerin, die uns aber geholfen hat. Mehr als nur ein wenig. Die wollte eigentlich nur von der Insel runter. Wir haben ja gesagt, dass es sehr gefährlich ist, haben sie aber trotzdem mitgenommen. Dann sind wir ja über Umwege nach Amaran Anji zur Endurium-Mine gelaufen. Unterwegs haben wir Sari Treublatt verloren. Ihre Karten sind noch in einer Depesche erhalten. Ob die Depesche 100% gehalten hat, ist schwer zu sagen. Maraskan ist sehr gefährlich, vor allem auch für Kartenmaterial. Sari Treublatt hat es nicht geschafft, sie wurde von Jagdgras getötet. Wir haben ansonsten noch 2 weitere Verluste gehabt, einen Söldner und einen Bogenschützenoffizier. Also insgesamt sehr kleine Verluste für Maraskan. Wir haben dann Amaran Anji gefunden, die Endurium-Mine. Haben dann
dort eine Infiltration gemacht. Wir haben uns als Gardisten ausgegeben, nicht alle von uns, aber ein Großteil. Sind hinein, haben Kisten vertauscht, wo das Endurium zusammen mit einer Werkzeugkiste vertauscht wurde. Washer hat das Endurium aus der Anlage herausgebracht, ganz alleine. Wir sind dann entdeckt worden, konnten aber fliehen. Bei der Flucht ist dann der Bogenschützenoffizier gestorben, Geron. Und jetzt sind wir wieder hier in Kuntium. Wir haben aber noch einen kleinen Umweg über Helmport gemacht, haben uns dort einige Schulden an Dukaten zukommen lassen, damit wir hierher gebracht werden. Und ja, bis auf die Schulden sind wir gut da rausgekommen.